dass Gewalt nur Elend und nur Schmerzen hinzufügt. Viele Eltern, Kinder haben deren Eltern verloren und umgekehrt auch. Es wird zu viel gesprochen, dass wir gegen die Juden sind, und das stimmt gar nicht. Judentum ist eine Religion wie Christentum, wie das Islam, und wir sind für, das heißt, gemeinsames Zusammenleben mit allen Religionen, Buddhismus, Islam, Judentum und was auch immer, aber halt in einer friedlichen Gemeinschaft. Israel raus aus den besetzten Gebieten, Israel raus aus Gaza, stoppt das zionistische Massaker. Stopp den Krieg! Gaza, Gaza, bis zum Krieg! Israel, es ist für mich wirklich eine Ehre, hier zu sein und etwas zu sagen zur Position von unserer Partei ins Konflikt. Ja, es ist klar und deutlich, wir verurteilen die Besatzung, wir verurteilen die militärische Maßnahme dieser Netanyahu-Regierung, und es muss deutlich und klar und deutlich sein, wir sind für Frieden und wir sind für eine gerechte Frieden. Es ist nicht nur ein Zweck zu sagen, das Schießen soll aufhören, und natürlich soll es aufhören, von beiden Seiten, auch von der Hamas-Seite. Aber es geht um ein weiteres Ziel, es geht um ein Ziel, gerechter Frieden. Vor 50 Jahren ist die PLO gegründet worden, die Palästinensische Befreiungsorganisation. Und seitdem, seit Ende der 60er Jahre, kämpfen die Palästinenser für Selbstbestimmung, für das Recht, ein Volk zu sein. Und damit müssen wir auch uns als Linke auseinandersetzen. Das ist ein Befreiungskrieg, das ist ein anti-imperialistischer Kampf, die viele Rückschläge, aber auch viele Erfolge erzielt hat. Natürlich, gerade wenn diese Bundesregierung sagt, immer wieder so ein Freund von Israel zu sein, was ja irgendwie auch zu verstehen ist.
Gerade deswegen sollte sie jetzt Netanyahu aufrufen, das Bombardieren zu stoppen, das Morden zu stoppen und tatsächlich auch klar und deutlich zu sagen, ja, geh zurück zum Verhandlungstisch. Israel braucht Frieden, aber die Palästinenser brauchen eine gerechte Frieden und Freiheit. Es wurde ja in den letzten Wochen von vielen Palästinensern hier in Berlin demonstriert. Und es ist tatsächlich herzerwärmend zu sehen, dass die Palästinenser tatsächlich auch die Gemeinschaft hier in Berlin eine eigene Stimme bekommt und auch sichtbar ist und alle möglichen merkwürdigen Vorwürfe tatsächlich hinter sich lässt und tatsächlich sagt, gerade Politiker, Parteien, auch wir sind hier, wir bleiben hier, wir haben das Recht, uns politisch einzumischen. Natürlich, viele Palästinenser haben einen Flüchtlingshintergrund, aber es geht auch darum, seit so vielen Jahren hier in Deutschland zu sein, auch das Recht zu haben, zu demonstrieren und laut auf der Straße zu sagen, wir sind hier und wir kämpfen für einen gerechten Frieden in Gaza und ein Ende der Besatzungspolitik Israels. Zum Schluss möchte ich wirklich sagen, ja, vieles ist schon gesagt worden, auch nur meine Vorredner. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass was jedes Mal gesagt wird, wenn in Deutschland diese Debatte hochkocht, Antisemitismus. Ja? Natürlich, ich kann es ja auch verstehen. Ich kann es ja auch verstehen, dass die Deutschen auf irgendeine Weise sich tatsächlich befreit haben möchten sehen von Antisemitismus. Aber Antisemitismus ist tatsächlich ein deutsches Problem. Es kam aus diesem Land hervor. Und hier soll es dann auch bekämpft werden. So muss man das auch sehen. Tatsächlich, liebe Leute, das ist nicht die letzte Kundgebung. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch für unsere Partei, für die Linke, tatsächlich in ihrer Pluralität solidarisch zu sehen, auch mit dem Kampf des palästinensischen Volkes für Freiheit und eine gerechte Frieden. Also wir sind ja hier und die meisten von uns sind Deutsche und egal, wo wir schon mal hergekommen sind, wir tragen einfach die Geschichte eines Genozids in uns und das macht die Kritik an Israel sehr schwer. Diesen Genozid haben die Deutschen begangen und die, die nicht unmittelbar daran beteiligt waren, haben weggeschaut, geschwiegen, selbst als Nachbarn, Freunde verschleppt wurden. Nur wenige hatten den Mut zu helfen und dabei ihr Leben zu riskieren, ihren Beruf und ihre Freiheit. Das Geschehene war so grausam, so unmenschlich, dass die Menschen es verdrängt haben und es nicht wahrnehmen wollten. Es ist und war immer einfacher zu schweigen, keine Stellung zu beziehen. Im Augenblick geschieht auf der Welt vieles, was so grausam ist, dass wir es verdrängen, uns lieber ablenken und alles ausblenden. Wir fühlen und sehen Ungerechtigkeit, sehen uns aber nicht in der Lage, einen Staat, der durch die entsetzlichen Verbrechen der Deutschen an den Juden entstehen konnte, für Verbrechen anzuklagen und zu kritisieren, die er heute gegen ein anderes Volk begeht. Es besteht die Gefahr, dass wir uns durch unser Schweigen erneut schuldig machen, als Zuschauer an einem Verbrechen, das an den Palästinensern verübt wird. Wir dürfen von der Verantwortung nicht weglaufen. Durch Waffenlieferung an einen Staat, der sich in so faschistoider Weise entwickelt hat, dass einem schlecht wird. Ein Staat, der mit diesen Waffen die grausamsten Verbrechen begeht, mit unserer Zustimmung. Wir und unsere Regierung müssen die Augen öffnen und Israel so sehen, wie es ist. Wie es jetzt handelt und was für Ziele es anstrebt. Können wir diese Ziele noch mit gutem Gewissen unterstützen? Nein! Sophie Scholl war immer mein großes Vorbild. Humanismus und Wachsamkeit hat uns alle hierher geführt. Wir sind dazu verpflichtet, Stopp zu sagen. Sonst haben wir aus der Vergangenheit nichts gelernt. Nur Empathie, Gerechtigkeit und viel Herz können uns noch retten. Vor allen Dingen Konsequenz. Gerade als Kulturschaffende können wir nicht schweigen und ein barbarisches Interessenspolitik ignorieren. Unsere Medien berichten einseitig und zensiert, aber wir bekommen die Informationen inzwischen überall. Nach der Flut der Bilder von blutigen, verstümmelten Kindern am Strand,
ein bei lebendigem Leibe verbranntes Kind. Der Kontakt zu den palästinensischen Menschen und deren Alltag im völlig zerstörten Gaza hat mir und anderen Künstlerinnen ein Gefühl der Machtlosigkeit und Verzweiflung vermittelt. Bis wir beschlossen haben, die Initiative zu ergreifen und Unterschriften von Kulturschaffenden und Künstlern zu sammeln. Unter dem offenen Brief von Kulturschaffenden in Deutschland an die deutsche Regierung und Parlamentarierinnen. Sophia Deeg. Ja, danke Hanin. Hanin ist genau wie ich auch eine der paar Menschen, die meisten Palästinenserinnen oder Deutsch-Palästinenserinnen, die vor gut einer Woche diesen Brief von Kulturschaffenden in Deutschland an die deutsche Regierung und deutsche Parlamentarier in die Welt gesetzt haben. Wir sind total erfreut, überrascht, dass wir ganz viele Unterschriften, fast 400 Unterschriften von in Deutschland tätigen Künstlern und Kulturschaffenden in der kurzen Zeit bekommen haben. Die unterstützen diesen Brief. In dem Brief, den will ich euch jetzt gar nicht lange vorlesen, weil alles, was die Vorredner gesagt haben, mehr oder weniger, auch da drin steht. Vor allem, was die Rapper gerappt haben, steht in diesem Brief. Der Brief ist ungefähr so formuliert. Wir bitten die deutschen Politiker und Parlamentarier, die doch so eng befreundet sind mit Israel, ihren Einfluss auf Israel auszuüben, dass drei Hauptforderungen sofort umgesetzt werden. Ein sofortiger, vollständiger Rückzug der israelischen Truppen aus Gaza und die definitive Einstellung jeglicher Angriffe aus der Luft oder vom Boden oder auf die Zivilbevölkerung. Außerdem die Aufhebung der Blockade des Gazastreifens, die Öffnung der Grenzübergänge Gazas für Waren, Hilfsgüter und Menschen. Das haben 350 bis 400 Kulturschaffende in Deutschland unterschrieben, darunter auch Prominente wie Nina Hagen oder Veruschka oder, wir fallen jetzt gerade gar nicht, Ingo Schulz, ein bekannter Romancier. Luc Perceval, Werner Hutzicker, Ingo Schulze, Nina Hagen, nicht zu vergessen, Schorsch Kamerun und noch viele mehr. Ja. Und das Schöne ist, oder das Positive ist, dass viele von denen gleich ein paar Worte dazu gesagt haben, ja, endlich. Und wir als Kulturschaffende wollen endlich einmal Stellung beziehen zu der verbrecherischen Politik Israels.